Ich sitze an Land, hab nichts zu tun, keine Arbeit, kein Zuhause, ich will fort, weiß nicht wohin, und schau aufs Meer hinaus. Segelschiffe fahren vorbei, ziehen in die Ferne mit dem Wind. Ach, wäre ich doch jetzt auch dabei, weit, weit hinterm Horizont, wo unbekannte Länder zu entdecken sind. Ich sitz an Land, hab nichts zu tun, hab keine Arbeit, kein Zuhause, ich will fort, weiß nicht wohin und schau aufs Meer hinaus. Segelschiffe fahren vorbei, ziehen in die Ferne mit dem Wind. Ach, wär ich doch jetzt auch dabei, weit, weit hinterm Horizont, wo unbekannte Länder zu entdecken sind. Ach, wär ich doch jetzt auch dabei. Weit, weit hinterm Horizont, wo unbekannte Länder zu entdecken sind. Naja, der Rio Reiser, der hat das seinerzeit in Friesenhagen ganz oben, der Nähe von Flensburg, in seinem Bauernhaus am Piano komponiert und gesungen und eingespielt. Gibt es eine tolle Scheibe, eine tolle CD, Rio am Piano. Und es ist so ein Sehnsuchtslied, das mir immer durch den Kopf schwirrt, wenn die Zeit so lang wird, ehe ich wieder an die Ostsee komme oder ans Meer komme. Und morgen ist es soweit. Morgen, 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 morgen. Jetzt also noch in Dresden kann ich natürlich überhaupt nicht aufs Meer rausgucken. Und arbeitslos bin ich auch nicht, sind nur Ferien. Und zu tun gibt es auch immer was. Heute zum Beispiel habe ich meine Pflanzen aufatmen hören. Denn ich habe über eine Stunde gegossen und es geht ihnen, glaube ich, wieder ganz gut. Und die sollen ja auch erhalten werden, trotz der Hitze. Ja. Und nächste Woche, im Laufe der Woche, soll es ja wieder warm werden, heiß werden. Also, ab morgen melde ich mich von der Ostsee. Und da gibt es, wie angekündigt, den Heinrich Heine. Und wenn ihr wollt und ihr gut geschlafen habt, sehen wir uns morgen. Prost. Macht's gut.